bewirkt. 0 zu 10 Punkte lautet die Schreckensbilanz aus 5 Auswärtsspielen. Wolfgang Funkel, da blieb ich stehen, der erfahrenste Europapokalspieler im Team vom 1. FC Kaiserslautern, 20 Einsätze. Und hier gleich die erste Situation, Tor für Sheffield Wednesday, wie aus einem heiteren Himmel. Das 1:0 für die Engländer, gespielt gerade mal 5 Minuten, hier die Flanke von der Nummer 8, Chris Waddle, und dann dieser gefühlvolle Kopfball. 1:0 also für die Engländer. Da hat Wolfgang Funkel geschlafen. Und Hurst, gerade sagte ich, der Mann mit der Nummer 9, der wiedergenesene David Hurst, mit dem 1:0. Hier tut sich was. Auf der anderen Seite im Strafraum von Sheffield Wednesday. Ruckzuck geht das jetzt, also die Lauterer. Beim Schreckensschlag in der 5. Minute liegen sie gleich mit 0:1 hinten. Das hätte sich Rainer Zobel und seine Jungs anders vorgestellt. Ein frühes Tor wollte man vermeiden. Elfmeter gibt es hier, liebe Zuschauer. In der Anfangshektik haben wir das nicht mitbekommen. Wir werden versuchen, Ihnen diese Situation noch einmal einzuspielen. Elfmeter also für Kaiserslautern. Eine Minute später. Wolfgang Funkel, der Europapokal-Routinier, läuft an und hat Tor! 1:1, ja, das geht ja sauber los hier auf dem Betzenberg. Die 26.000 jetzt natürlich aus dem Häuschen, erst geschockt durch diesen frühen Gegentreffer in der 4. Minute von Paul Hurst, und jetzt Wolfgang Funkel mit dem Ausgleich. Eine Minute später nach diesem durch die Mitte, und die Lauterer, sie sind gewarnt, sie versuchen sich da hinten jetzt zu formieren, aber die Engländer machen hier in der Anfangsphase enorm viel Druck, zeigen sich zweikampfstark. Chris Waddle. Trickreich. Wieder auf Hurst, aber der kommt mit dem linken Außenriss nicht richtig an den Ball. Oh, brandgefährliche Situationen hier im Strafraum von Kaiserslautern. Schauen Sie, wie hier David. Martin Wagners Flanke aufgestützt, trotz dass der Ball hier die Latte streicht. Richtige Entscheidung von dem unparteiischen Joël Quignou aus Frankreich. Wir sehen es hier. Na, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich mir diese Zeitlupe noch mal angucke, dann zwischen Weiß und Schwarz, wie das vor 10 Jahren mal der Fall war. Rotic schön auf Wagner gespielt. Er schießt, aber keine Gefahr für Chris Wood, der da runtertaucht. Trotzdem, das war mal ein zielstrebiger Angriff vom 1. FCK. Da hat man nicht lange im Mittelfeld herumgeguckt und gefackelt, sondern des 1. FCK aus. 4. Ecke für Kaiserslautern. Aber in der Endabrechnung, beziehungsweise im Moment, 1:1, Bjarne Goldbeck mit einem herrlichen Schuss direkt genommen. Fantastisch gemacht vom dänischen Nationalspieler. Das war ja wahrlich eine Granate hier nochmal in der Zeitlupe. Technisch wunderbar der Bewegungsablauf. Der Ball dreht sich noch weg. Und Chris Woods ist noch mit den Fingern spät, Marco Haber. Ungültig. Ebenfalls mit einem Volley-Schuss nach einem Abpraller aus Lauterns Abwehr nimmt er den Ball. Hier Befreiungsschlag. Und dann Hurst. Ist der 2. Runde abgelaufen. Mal schauen, was sie in ihrem Freistoßrepertoire drauf haben. David Hurst steht da schon wieder ganz schlitzohrig bereit. Schießt direkt. Gut gemacht. Schön angeschnitten, aber letztlich knapp 1,5 Meter über das Gehäuse von Gary Ehrmann.
Oliver Schäfer. Goldbeck. Martin Wagner mit viel Spielraum in den ersten 45 Minuten. Fehler der Hillsborough Abwehr. Oh! Brandgefährliche Situation im Strafraum von Sheffield Wednesday. Hier der Ball prallt vom Kopf eines englischen Spielers zurück und Markus Marin frei vor Torhüter Chris und Carlton Palmer, der lange Schlags in der ersten Hälfte oft mit der Übersicht, die sie gebraucht haben. Jetzt aber, ja, Tor, meine Güte, Markus Marin, das ist es doch. Konsequent freigespielt und dann endlich mal kaltschnäuzig diese Torchance ausgenutzt. Der Pass kam von Martin Wagner. Schön ins lange Eck gezogen. Wutz kommt da nicht drunter. 2-1 und das macht Appetit. Die Zuschauer, die 25.000, sie brüllen jetzt schon Zugabe. 2-1. Ein Tor vorne, noch ein Treffer. Und die Welt sieht schon ganz anders aus, auch wenn das Rückspiel erst in 14 Tagen stattfindet. Hier nochmal die Zeitlupe. Schöner Treffer von Markus Marin. Das wird ihm. Aber eigentlich ist es eine logische Folge. Die englische Mannschaft mit 10 Spielern dezimiert, muss natürlich jetzt längere Wege gehen. Da muss sich jeder doppelt verausgaben. Und es gibt den Pfälzern Freiraum. Witecek, er hat ihn noch den Ball und spielt ihn aus. Greatswoods Tor, 3-1. Frenetischer Jubel jetzt im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. Wendet der erste FCK das Blatt und liegt mit 3:1 in Front. Herrlich gemacht von Marcel Witecek, sein 5. Europacup-Tor. Da hat Rainer Zobel, sein Mann in der Kabine, wahrscheinlich ordentlich die Leviten gelesen, hat sie an der Ehre gepackt. Und hochmotiviert beginnen sie hier die zweiten 45 Minuten. Udo Scholz bei seiner Lieblingsbeschäftigung und auch Thomas Vogel kommt rein. Ich gucke, wer rausgeht. Markus Marin ist rausgegangen. Ja, was hat er, der Schwabe, beziehungsweise der Tor, bis man sich da auch wieder psychisch nach vorne bringt. Man denke nur an Stefan Kunz, der innerhalb von 2 Jahren jetzt den 3. Bänderriss erleidet. Aber wie gesagt, wir wünschen ihm das Beste und er wird sie wieder nach vorne schaffen. Vogel! Aber abgefälscht und knapp noch am Tor vorbei. Marco Haber. Ich gucke auf die Uhr. 27 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Zeit genug für den Tabellenachten der Fußball-Bundesliga vielleicht noch ein Türchen zu machen. Thomas Vogel alleine auf Chris Woods. Was macht er draus? Auch er versucht es mit Lob. Kann es nicht glauben. 100%ige Torchance. Schön abgewartet. Aber mit der rechten Hand ist Food noch. Katlec, Wagner, Haber, schöne Kombination. Bitte, Jack. Aus der Drehung angenommen. Direkt. Die 4. große Chance für Kaiserslautern in den zweiten 45 Minuten. Und hier sieht man, über welche feine Technik der Mann aus Uerdingen verfügt. Quirlig, wendig, torgefährlich. Da wäre Wut.
Fehler in der Pfälzer Abwehr. Carlton Palmer, clever gemacht, nutzt es nicht aus, dank Gerry Ehrmann. Swaddle. Er war nicht der große Ideengeber im Team der Engländer, wie man es erwartet hat. Konter Kaiserslautern über die 10. Schäfer, der zieht ab. Wutz pflückt sich den doch harten platzierten Schuss sicher runter. Überraschend, dass der Pfälzer Spieler hier abzieht. Herrlich kombiniert. Palmer! Schöne Kombination der beiden dunkelhäutigen Spieler von Sheffield Wednesday und viel Glück. Dass Palmer den Ball hier nicht übte, großen Druck aus, spielte geschickt über die Flügel, die technischen Unzulänglichkeiten der ersten 45 Minuten. Passiert nicht mehr, Bjarne Goldberg nochmal frei vor Chris Woods, aber das war mehr oder weniger ein Verlegenheitskick dann am Ende. Irgendwie versuchte er den Ball noch mit dem Außenriss vorbeizuschlenzen, schauen wir es nochmal an, oder mit dem Innenriss, und der Schieber landet dann nicht sicher, aber dennoch bei Chris Woods, der zur Ecke klären 30 englischer Meister waren, erst 90 in die erste Division aufstiegen und gleich im ersten Jahr Liga Cup Sieger wurden. Da ist der Schlusspfiff, liebe Fernsehzuschauer, 3:1. Ob es reicht für den ersten FCK, Tatsache ist, man gewinnt hier gegen Sheffield Wednesday. Das Rückspiel ist in 14 Tagen. Wir geben schnell zu Uli Potowski mit einigen Gesprächspartnern.